Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, dieses Video beginnt mal heute anders als gewohnt. Die Mama fühlt sich jetzt aktuell nicht imstande, also ihr geht's mal gut, mal schlecht. Und ich habe gesagt, okay Mama, heute hast du Urlaub, ich übernehme dann die Kamera. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ihr seid jetzt einfach dabei. Warte mal, die Mama beginnt immer das Video mit irgendeinem Gespräch. Ich versuche auch ein bisschen nachzumachen. Ja, meine Lieben, und heute, keine Ahnung, was ich machen werde, aber ihr seid einfach dabei. Ihr werdet einfach mitbekommen, dass ich wahrscheinlich nichts tue. Heute ist Sonntag, ist ein Chilltag, also viel Spaß beim Zuschauen. Wo finde ich die ganze Bettwäsche? Und denn wo? Au! Papa, du wolltest mich doch angreifen. Warte kurz. Und wo ist ja noch ein Ei? Soll ich mein Eis nehmen? Ja, noch Bettwäsche. Kurze Unterbrechung, jetzt ist Kaka-Zeit. Ich muss Kaka wechseln. Von dir? Von Mama. Von der Luisa. Ach so. Hast du Kaka gemacht? Dieses Bett zu machen ist gar nicht so einfach. Verdammte Scheiße. Das ist wie 8 Stunden Arbeit. Siehst du? Na siehst du? Schwere Geburt. Hallo meine Lieben, auch von mir. Wir sind ja schon beim Frühstücken. Mir geht's heute irgendwie noch schlechter als gestern. Ich bin gleich mit der Übelkeit aufgewacht, sehr toll. Wir sind jetzt aber gerade trotzdem am Essen. Ich versuche, also immer wenn ich esse während dem Essen, ist mir dann nicht schlecht. Also müsste ich eigentlich die ganze Zeit über essen. Du kannst doch ein Tellerbrot essen. Ich mag aber kein Tellerbrot, ich esse ein Honigbrot. Ich hab hier. Honig? Ja, Honig. Ein bisschen Marmelade, wie heißt das? Butter. Nur der Papa hat so ein italienisches Brot gekauft, das schmeckt irgendwie leicht. Pizza. Ach, Pizza, ja. Pizzabrot, ist das Pizzabrot? Steht das drauf? Hast du direkt? Es war nur weiß. Es war nur weiß. Es schmeckt dir lecker, nur mit Süß ist es ein bisschen verstörend. So, meine Lieben, wir haben in der Zwischenzeit gefrühstückt. Gefilmt habe ich leider nicht mehr, weil ein bisschen zu stressig war. Die Kinder sind im Garten, die spielen mit den Küken. Und ich werde mich auch gleich umziehen und zu den Kindern draußen gehen. Aber bevor ich rausgehe, geh mal kurz zu Mama und schau mal, wie es ihr geht. Und Mama, wie geht's dir? Keine Ahnung, wenn ich nichts esse, dann ist mir so schlecht. Ich esse gerade über. Wie hast du alles im Griff? Weißt du, wo mein größtes Problem ist? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Einfach immer das, was du tust. Ja. Spaß beim Zuschauen. Immer das, was du tust. Du willst ja den ganzen Tag machen. Ich kann nichts sagen. Jetzt muss ich mich umziehen. Ich war gerade aufs Klo und meine Socken sind kaputt.
Das sind keine wichtigen Informationen. Nein, wir rauchen, gehen wir, können wir. Wo sind die Kinder? Was machen die bitte hier? Hey, Papa! Papa! Die Mama ist alleine im Zimmer und schaut entspannt ein ganz normaler Film. Wie bist du dazu gekommen? Ah, ups. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Wieso bist du gelaufen, Luisa? Ich will dein Eis. Ellie will dein Eis stellen. Ja. Papa, gibt's eine schwarze? Papa, gibt's eine schwarze Nüsse? Gibt es schwarze Renissen? Wahrscheinlich. Papa, weil eine ist hier im Haus herumgeflogen. Papa? Ich mag kein mehr. Ich sollte dieses gelutschte Eis jetzt essen. Wenigstens hast du ein Eis. Mehr habe ich nicht verdient, oder was? Na dann gut, gib her. Aber schau, was ich bei den Küken gemacht habe mit dem Schirm. Cool. Das ist mehr Feeling, oder? Nein! Da fühlt man sich gern mehr. So, die Michelle hat sich übrigens gut vorbereitet, ist gut ausgestattet, das heißt, der Kampf kann weitergehen, oder wie? Schaut mal, wir haben hier einen Hasen im Garten, einen Babyhasen. Hat die Sophia den nicht erwischt, oder? Ja. Hat sie ihn gebissen? Mhm. Hat er eine Verletzung? Braucht er ein Pflaster? Ein Pflaster, Lara? Aber so gut schaut er nicht mehr aus, schaut sie, der Hase. Der atmet zwar, aber puh. Von wem? Ein Tierarzt. Kein Tierarzt fahren? Oh. Nein, ich glaube nicht, dass er noch lebt. Gib mir Tierarzt, Mama. Oh nein, ich bin die wilde Maus. Du bist ein Hase. Ein Hase. Wo ich nicht sterben. Ich glaube schon, dass er schon am Sterben ist. Das ist aber. Oh, er ist klein. Was können wir mit ihm machen? Lass ihn lieber dahin, das soll er, oder? Sollen wir nicht die Rettung rufen? Nein, Rettung nicht. Ich glaube, noch an den Tierarzt gehen. Geh mal auf den Beinen. Nein, der hat keine Kraft. Ganz schwach. Kann ich ihn mal halten auf? Nein, Lara. Das ist ein wildes Tier. Schlägt sein Herz noch? Ja. Schatzi? Schlägt sein? Ja, aber das ist jetzt aus, glaube ich. Ja. Schau mal seine Ohren. Mal seine Ohren sehen. Aber nicht anfassen, Kinder. Lass ihn in Ruhe. Nicht anfassen. Lara, nicht an. Ihr müsst danach reingehen, Hände waschen, gell? Das ist ein wildes Tier, Lara. Papa ist ja noch am Leben. Hat er schon aufgehört zu schlagen? Ich weiß, wo ich bin. Sein Auge ist so dreckig, oder? Er ist wahrscheinlich länger im Ding gelegen, oder? Im Dreck. Der kleine Hase wird jetzt begraben. Die Kinder haben noch Blumen geholt. Du auch?
Eieieiei, Papa ist traurig. Ich bin voll, ich weine ein bisschen. Oh, es tut mir voll leid, der arme Hase. Der arme Hase. Ihr macht das aber gut. Schlaf gut, Maus. Der Hase wird schön eingekratzt. Das tut mir leid für den Hasen. Boah, mir ist eh schon so schlecht. Jetzt ist mir, tut mir noch mein Herz auch noch weh. Jetzt pumpert mein Herz. Ja, Schatzi. Weinst du? Ja, der Papa weint. Oh, Papalon. Er war schon krank, Papa. Er war verletzt. Er war krank? Er war verletzt. Sehr gut habt ihr das gemacht. Toll. Jetzt kann der Hase in den Himmel gehen, okay? Zur Stila. Jetzt können die dann dort spielen. Aha. Ist das schön? Aber ich glaube, die Sheila ist dann schon wieder den Hase töten. Die Sheila ist doch auch ein kleines. Jetzt muss ich nochmal mein Hände waschen. Jetzt müsst ihr Hände waschen, ja? Oh, danke, Michael. So, meine Lieben, wir haben jetzt 19.30 Uhr. Ich bereite jetzt noch das Abendessen vor für die Küken. Und dann hole ich die Kinder auf, um Wäsche zu falten. Ich habe ein bisschen Sauerei gemacht, aber ich mag dann wieder weg. Und somit kriegt keiner mit. Und jetzt? Und die Karotte riecht noch gut, Papa. Ja, ganz frisch, gell? Kann ich auch deine Karotte essen? Natürlich. Aber der lange? Ja. Wie sollen wir füttern? Ja, geht jetzt zu den Küken und ich zusammen. Nein. Oh, komm! Gib ihr den Teller bitte. Warte, warte. Das ist dein Teller. Problem gelöst. Warte kurz. Hi, gib dir rein. Komm, Süßer, gibst du auch den Teller rein? Ich weiß nicht, dass... Kannst du nicht so machen? Ja, das kann ich lassen, aber das kann lieber nicht. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal geschwind rein, um zu schauen, ob das Eier gibt. Hallöchen, meine Mädels. Hallo, Peter. Hallo, Mäuschen. Hallo. Da ist noch ein Ei. Da ist noch ein Ei. Und hier gibt es auch was? Aber dann. Wow. Sorry. Dankeschön. Zwei Eier. Nein. Und doch zwei, vier Nein. Eier haben wir. Nein, wir haben Ei, zwei. Dann machen wir so, dann geben wir immer die Eier da drauf. Das. Sehr gut. Und kann wir, ich, kann ich dir auch ein bisschen Futter? Kannst du auch ein bisschen Futter nehmen? Futter? Warte kurz. Das ist meine Liebling. Anne! Willst du sie auch? Ja. Mok, mok, mok. Was hast du gesagt? Kannst du bitte das wiederholen? Was? Hey, hast du Hunger? Nein, ich gebe dir zu essen. Und Mama, kurz Update von dir. Kurzes Update. Also, was? Was ist mein Blick? Mir geht's sehr schlecht. Ich fühle mich schwach und ich bin froh, so einen tollen Mann zu haben, der alles auffängt.
sich kaputt. Um die Kinder kümmert. Er schmeißt den Haushalt, faltet weg. Wäsche, wäscht Wäsche. Er schmeißt den Haushalt weg. Du bist ein Kasperl. Du weißt genau, dass du gut bist, oder? Bei was? Bei allem. Du bist tierlieb, hast du den Hasenbaby. Ich habe ihn begraben. Ich bin Pastor. Ich bin Pastor. Armer Baby. Ja. Ein Hasenkind. Kümmerst dich auch um die Kinder? Ja, komm. Das ist schon zu viel. Nein, aber mir geht's immer noch schlecht. Es wird immer schlimmer. Nein! Es wird wirklich immer schlimmer. Der erste Tag war mir schlecht, war mir nur so ein bisschen schlecht. Am Nachmittag, gestern ging es eigentlich auch noch so irgendwie. Heute bin ich schon mit Übelkeit aufgewacht. Und es lässt mich nicht los. Ich kann nichts mehr wie liegen, weil ich, sobald ich irgendwas mache, bin ich schon klapprig. Und ich kämpfe. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Körper kämpft damit, die Mahlzeiten überhaupt bei sich zu behalten. Zu behalten, gell? Ja, deswegen habe ich auch so starke Kopfschmerzen. Aber ja, morgen haben wir einen Frauenarzttermin, da kann man reden drüber. Ja. Ich brauche danach auch einen Psycholog. Du brauchst Urlaub, oder? Kennst du einen guten Psycholog? Ich brauche einen Psycholog. Ja. So, wir werden jetzt den heutigen Vlog beenden. Der Papa hat mich gebeten, das Schlusswort zu sprechen. Ja. Und danke fürs Zuschauen, danke für eure lieben Kommentare immer. Das ist wirklich sehr, sehr lieb. Hör auf, das Geräusch zu machen, das ist voll störend. Ich mach kein Geräusch. Du hast irgendwas geschluckt, oder? Entschuldigung, dass ich runterschlucken muss und atmen muss. Das ist unangenehm. Bin ich dein Ohr, aber nicht mein Ohr auf deinen Kopf. Ja, vielleicht hörst du zu gut. Na gut. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Bis morgen wieder. Tschüss.